Wir machen weiter mit den Grußworten, bevor wir dann zum ersten Höhepunkt des Kongresses kommen. Und ich darf Herrn Landrat Patrauschke, Landrat für den Rhein-Kreis Neuss, bitten, seine Grußworte loszuwerden. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen, vielen Dank. Sie haben gehört, das gehört nicht zu den Höhepunkten, das Grußwort, die kommen danach. Erste Höhepunkte, also das ist eine tolle Anmoderation, die man hier erfährt. Aber man muss ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Professor Bienstein, als Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe sind Sie hier und Sie haben Ihre Stellvertreterin Frau Stöcker dabei, die auch eine Bewohnerin unseres Kreises ist. Also auch Sie herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Mauritz, sehr geehrte Herrn Cilic-Milech und sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben sich ein nicht ganz einfaches Thema vorgenommen, aber Sie sind ja alle mehr oder weniger in dem Thema auch drin. Nur es ändert sich viel. Der Rhein-Kreis Neuss selber, Sie haben es eben gehört, der ist jetzt bei der Pflegekonferenz dabei. Wir betreiben auch zwei eigene Seniorenzentren. Das eine nicht so ganz freiwillig, da hatte die AWO mal Probleme mit der Finanzierung, das haben wir dann übernommen. Aber eins auch, das wir von Schwestern übernommen haben. Und da war es Anfang der 60er Jahre noch so, dass in diesem alten Heim, in den Heimverträgen drin stand, sobald Pflege eintritt, muss man das Haus verlassen. Das war ein echtes Altenheim. Da ging man hin zum Wohnen. Und dann überlegt man sich 50 Jahre, was ist denn eigentlich in den 50 Jahren passiert? Ganz viel. Pflegeversicherung ist dazugekommen. Und eigentlich erlebt man diese Veränderungen ja immer nur graduell. Und wenn man dann mal zurück überlegt, wie wesentlich die Änderungen waren und wann die waren, kann man sich eigentlich nicht genau erinnern. Auch die hier Anwesenden, selbst wenn sie in Pflegeheimen arbeiten sollten, haben, glaube ich, nicht die größte Wunschvorstellung, am Ende ihres Lebens in den Pflegeheimen der heutigen Art zu leben. Auch da müssen wir drüber nachdenken, wie wird denn das Wohnen im Alter auch bei Pflegebedürftigkeit sein? Wir können auch nicht davon ausgehen, dass künftig immer die Angehörigen weiter pflegen. Wenn Hochbetagte pflegebedürftig werden, sind die Kinder, falls überhaupt vorhanden, in der Regel auch zwischen 60 und 70. Und die können dann auch sehr schlecht die Pflege anfangen. Also alles spannende Fragen, die da auf uns zukommen. Eine Professionalisierung der Pflege hat stattgefunden, findet weiter statt. Spannende Frage, ob Kranken- und Altenpflege demnächst einen gemeinsamen Ausbildungsberuf geben. Wer das alles bezahlt, wo das stattfindet. Alles spannende Fragen, die auf uns zukommen. Und dann kann man, so hat man mir das hier schön aufgeschrieben, will ich Ihnen jetzt aber nicht vorlesen, kann man immer berechnen, wie viele Leute werden denn demnächst älter und dann berechnet man nach einem bestimmten Prozentsatz, wie viele sind dann pflegebedürftig. Also auch diese Zahlen ändern sich immer wieder. Wir haben nächste Woche Welt-Alzheimer-Tag. Spannende Frage, gibt es demnächst Medikamente, die das noch stärker verzögern, vielleicht ganz dazu beitragen, dass die Krankheit nicht so stark den Menschen beeinflusst? Gibt es stärker Früherkennungsmöglichkeiten? Alles spannende Fragen. Und in der vergangenen Woche haben wir hier in Neuss, ungefähr 100 Meter von hier, die wahrscheinlich modernste Psychiatrie der Bundesrepublik Deutschland eröffnet. Wenn Sie da hingehen und Sie wissen nicht, was da ist, keiner spricht mit Ihnen zunächst, würden Sie den Eindruck haben, Sie gehen in ein großes Hotel, alles schön, alles wunderbar und dennoch möchte eigentlich keiner da sein. Wir brauchen diese Einrichtungen aber. Die Menschen mit psychiatrischen, psychischen Erkrankungen, das nimmt zu, wir müssen damit umgehen können. Also insofern haben Sie eigentlich jedes Jahr die Notwendigkeit, sich zu treffen, eine Konferenz abzuhalten zu den verschiedenen Themen, die eben angesprochen worden sind. Eigentlich ärgere ich mich nur über die Einladung an einer Stelle. Da steht drin, die Pflege zu Gast in Neuss. Also ich denke mal, die wäre hier zu Hause und Sie könnten das eigentlich auch zu Ihrem Zuhause machen, also nicht nur gelegentlich als Gast hier dabei sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung und es ist keine Missachtung der Kongressteilnehmer oder anderer
wenn ich jetzt gleich hier verschwinde, um 10 Uhr soll ich einen Vortrag in Düsseldorf halten. Da wollte ich eigentlich pünktlich sein. Also ich wünsche Ihnen viel Spannung, viel Erfolg bei der Veranstaltung hier, dass Sie Anregungen für die Zukunft mitnehmen, aber auch sich selber einbringen, Ihre Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben, die mit dazu beitragen können, dass auch an der einen oder anderen Stelle Veränderungen eintreten. Und eins sollte man vielleicht auch überlegen, eigentlich ist man nicht derjenige, der alles weiß, sondern man muss immer auch auf die anderen hören und dann bereit sein, seine Auffassung vielleicht auch ein bisschen anzupassen, auch das Neuere mitzunehmen und nicht den Eindruck zu haben, man wüsste schon alles. Wenn man diesen Eindruck hat, braucht man eigentlich nirgendwo hinzugehen, dann weiß man schon alles, dann will man ja nur andere bekehren. Das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe solcher Kongresse. Und ich denke, dass die meisten von Ihnen, wahrscheinlich alle, auch nur deswegen hier hingekommen sind, weil sie sich weiterbilden wollen, weil sie neue Impulse aufnehmen wollen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.